Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Wir bestätigen, dass wir diese Datenschutz-Richtlinie natürlich gelesen haben. Akzeptieren diese, selbstverständlich. Jetzt haben wir bestimmt irgendwas, irgendein Jahresabo abgeschlossen. Wie angekündigt, spielen wir Hitman ohne irgendetwas. Kein Blood Money mehr, irgendwie sonst gar nichts dran. Das ist das Neueste. Ist auf meinem Steam-Account schon eine ganz schöne Weile. Also ich habe es direkt nach Release erworben und da kamen ja nach und nach immer diese Updates mit verschiedenen Locations raus. Und ich habe es ungefähr 2 Stunden gespielt. Oh, Hitman 2. Jetzt schon Hitman 2, was ist da los? Ich habe Hitman 1 noch nicht mal angefangen. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mal eine neue Kampagne. Okay, hier gibt es sogar eine Kampagne. Das wusste ich gar nicht, dass es eine Kampagne gibt. Ist ja krass. Ich dachte, es gibt ja nur diese Zielorte und ja, also das sind die Zielorte. Mal kurz vorgestellt. Das waren die, ich glaube, monatlich erscheinenden Updates. Also sind ziemlich coole Locations. Aber wir spielen eine Kampagne und wir spielen Kampagne Season 1. Und damit legen wir einfach mal ohne großes Gelaber direkt los. Ah, da habe ich die schon. Okay, alles klar. Die Kampagne ist wohl höchst eigenartig aufgebaut. Wir starten jetzt einfach mal hier mit. Da können wir einfach ohne Umschweife, können wir jetzt hier so schon die letzte Mission spielen. Das ist ja mega eigenartig. Egal. Wir fangen mal ganz links an mit der ICA-Einrichtung der Ankunft. Und let's go. Einsatzziele. Sind wir für Einsatzziele? Keine. Oder wie? Oder was? Egal. Dann klicken wir es auf Spielen, dass es endlich mal losgeht hier. Ist das quasi ein Tutorial oder? Hier sehen wir definitive Grafikunterschiede im Vergleich zum in etwa 10 Jahre älteren Blood Money. I'll be waiting for you inside. Follow the lights, please. Kannst du mit uns kein Deutsch sprechen? Können wir hier kein Deutsch irgendwie einstellen? Ist irgendwie komisch, wenn dann eine Frau auf Englisch mit mir spricht. Also fühle mich dann so ein bisschen Multikulti und so international, aber ich weiß nicht, also mein Englisch ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber wäre Deutsch schon lieber. Okay, dann eben nicht. Dann halt nicht. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose fieldwork never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him.
May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to Advanced Mission Training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, initiate. Okey-dokey. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Okay, damit hätten wir unser Ziel identifiziert. Wenn wir uns der Gangway nähern, dann wird man uns bestimmt nicht gerade freundlich begrüßen, oder haben wir hier Zutritt zur Party? Hey, you, I can't let you through looking like that. Come on. As suspected, security won't allow you on board in your current outfit. We should avoid confrontation and look for another way in. Schauen wir mal, was wir so tun können. Hmm. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. So, die knipsen wir ihm einfach mal die Lichter aus. Ah, wir müssen den Knopf drücken. Gut. Schnappen wir uns das Mechaniker-Outfit. So, zack. You put on his clothes. That's a first. Might just work, though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious, though. Some people are more observant than others. Not bad, initiate. Okay, den sollten wir irgendwie entsorgen, denke ich mal. Before you move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. The toilet should do the trick. So. Zack. Hat reingelegt. Wie steht denn der, wenn der bewusstlos ist? Es ist nicht so, wie es aussieht. Mama, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich hab nur Homo gesagt. Spiegelung. Oh. So, und jetzt? Okay, wir können manuell speichern und laden. Das ist cool. Machen wir das einfach mal, dass das Spiel eben einfach zufrieden ist. Ja, wir haben hier noch nie gespeichert. Also ich zumindest. Seht ihr mal. Premiere. Gut, this particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Hold on. That mechanic with his back turned? He's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Okay. You're in. Well done, initiate. Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Ist doch irgendwie auch mega auffällig, wenn hier ein Mechaniker einfach in die Küche rumspaziert, oder? Können wir uns hier irgendwas Nices besorgen? Ja, wir schnappen uns jetzt den Küchendude. Der gehört nämlich zur Crew. So, und jetzt schnappen wir uns seine Kleidung. Zack. Und ihn packen wir jetzt da rein. Bumm. Das geht schnell. Das geht auf jeden Fall deutlich schneller als im Blood Money. So. Perfekt. Ah. Ach, nehmen wir noch mit. Ist gratis. Dann nehmen wir es mit. Wie kann man das einstecken? Ist das nur zur Ablenkung oder was? Kann ich mit dem jetzt nicht zuschlagen?
Blöd. Dann ist es unnütz. Jemand verdächtigt sie. Okay. Überwältigen. Das wäre jetzt eine ganz tolle Idee. Oh. The place is crawling with witnesses. I suggest you follow him. See if you can't isolate him. Okay. Wie können wir ihn isolieren? Ja, perfekt. Enough is enough. Wie ziehen wir jetzt die Wumme? Wie ziehen wir die Wumme? E? Leertaste? You have been compromised. Quickly. Try and lose them and change your disguise. Den boxen wir jetzt einfach. So, Feierabend. Wenn das Ziel so dämlich da langläuft, unglaublich. Surrender now. Nein. Command. Nice and slow. I got you in my soul. Oh, das sind wir in einer problematischen Situation gelandet. Ich weiß noch gar nicht, wie ich hier das Ganze handeln soll. Ich muss die Tasten drücken in dem Moment, wo er zuschlägt, um ihn auszukontern. D. A. Sieht ja albern aus. Gib mir deine Waffe. Aua, aua, aua. Oh, das ist ja furchtbar. Das ist ja katastrophal zu handeln. Das ist ja wirklich grauenhaft, dieses Handling hier. Also ihr könnt es mir glauben oder nicht. Es ist wirklich furchtbar. Das spielt sich total hölzern im Vergleich zu Blood Money. Also. Ja, ja, klar. Das kennen wir jetzt. Wir laufen jetzt hier straight durch. Lass den Küchentyp einfach in Ruhe. He knows bla, his true. Bla, He'll see bla, right bla, through your disguise. So stay out of his line of sight. Ich glaube, der Mechaniker ist unauffälliger, hätte ich jetzt gesagt. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. You're in. Well done, initiate. That. Speichern wir einfach mal. Falls es wieder zu einem unvorhergesehbaren Zwischenfall kommt. Zungenbrecher. Unfortunately, the place is crawling with witnesses. I suggest you follow him. See if you can't isolate him. Was ist das? Könnten wir das vergiften? Nice. Irgendwer Gift bekommen. Hmm. To be expected. Rita's private deck is off limits for mechanics. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. Nee, wir besorgen jetzt irgendwas Giftiges. Wir besorgen jetzt irgendeine Zutat, die ihn ins Jenseits befördert, wenn er seinen Drink zu sich nimmt. Also ich gehe mal davon aus, dass er das gleiche Verhalten immer wieder aufweist. Sag mal, was fällt dir ein? Das ist meine Toilette. Hier ist hier irgendwo etwas, vielleicht irgendein Putzmittel oder... Checken wir mal die Lage. Feuerlöscher. Nee, das wäre mega auffällig und einfach nur doof. Here you are, Mr. Norfolk. Achso, jetzt. Hä, wie unnötig. Wir können den Koch doch einfach so ausschalten. Das ist ja voll unnötig. Machen wir einfach von hinten platt, zack. Feierabend. So sieht doch kein Koch aus, oder? Das sieht aus wie ein stinknormales Crewmitglied von einem Schiff. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. So. Also ich glaube, eigentlich lang macht's der in dieser Gefriertruhe, glaube ich, irgendwie auch nicht. Also ich weiß nicht, wie lange einer überlebt, wenn man in die Gefriertruhe schmeißt, aber ich weiß ja nicht. So nackt bei minus 20 Grad. Now we're getting somewhere. Ah, but according to Intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Was wäre, wenn wir jetzt einfach über die Reling schmeißen? Was sehen wir uns hier oben mal nach irgendwas Giftigem um? Ist hier auf Toilette irgend so ein Reinigungs- oder Lösungsmittel? Das wäre eine geile Sache. Also, dann hätte es nämlich ein sehr, sehr schnelles und ziemlich sauberes Ende. The target will spot you if you get too close. To eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. Okay. Say what? Tauchen wir hinter der Bar unter. Buddy, making us look bad. Chew your food, why don't you? Wow. I see. Well done, initiate. So good of you to fly. Verschmelzt mit der Bar. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is
very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Ist euch auch aufgefallen, wahrscheinlich schon länger, dass wir hier gar nicht auf einem richtigen Schiff oder auf einem richtigen Dock sind, sondern dass ja alles in so einer Halle ist einfach. Also darum ist es ein Trainingsauftrag, weil das alles nachgebaut ist. Wahnsinn. Habe ich Gift? Ich habe kein Gift. Ich dachte gerade, jetzt mache ich mich bemerkbar damit. Wir müssen irgendwann mal Gift bekommen. Wo bekommt man auf so einem handelsüblichen Dampfer Gift? Wir haben überhaupt keine Utensilien. Clearly, Ritter doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Not this way, though. Turn around. Get going. Say hello to Gopher and Isaac and Julie. Voll unfreundlich. Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. Good work. Now we play the waiting game. Und wir spielen erstmal das Speichergame. Das ist eines meiner Lieblingsspiele in diesen Spielen. Spiel im Spiel. Wie komme ich in mein verflixtes Inventar? Ah, hier auf I. Hier haben wir doch die Knarre. Also wird die einfach am liebsten beide ausknipsen. Now is your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Wählen. Und tschüss, Mr. Ritter. Your target is down. Now head calmly to... It's an exit. Wie stehe ich das weg? Be advised, initiate. Pack's weg. ICA clients rely on our Hilfe, pack's weg. Ablegen. And do not Nein. Expect collateral damage. Ja. Leute. Wie? Ja, Jungs und Mädels, wie packe ich die verflixte Waffe weg? Command, do you copy? Okay, passt auf. Uns hat eigentlich keiner gesehen. Jetzt checke ich hier kurz die Option. Also die Tastenbelegung ist sowas von unintuitiv. Das ist wirklich furchtbar. Einfach irgendwie Objekt ablegen. Ja, ergeben. Unnötig. Wie stecke ich es weg? Objekt benutzen. Wirklichkeitsanimationen interagieren. Hä? Wie zum Geier stecke ich die Knarre weg? Ah, hier. Waffe wegstecken. Feststelltaste. Es ist definitiv Zeit, hier auszuchecken. Aber ich glaube, die haben uns hier gar nicht mit in Verbindung gebracht. Also ihr sucht ja jemand... Ihr sucht ja eigentlich quasi einen unbekannten Täter. Deswegen könnt ihr da lange suchen, Freunde. Wir verkleiden uns jetzt wieder zurück. Um natürlich unsere Spuren zu verwischen als... Mechaniker. Zack. So schnell würde ich mich morgens gern umziehen können. Das würde ja Unmengen Zeit sparen. Und dann... Hier ein Deck tiefer. Pass auf, dass uns dieser Enforcer nicht sieht. So. Dann laufen wir hier durch. Machen wir die Verwandlung richtig komplett. Treiben uns auf die Spitze. Zack. Sind jetzt unser alter Ego wieder. Zack. Und niemand hat uns gesehen. Wir haben uns jetzt zweimal zurückverwandelt. Was für eine Transformer-Leistung. Und push the button. Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Ja, mega elegant. Nicht Ziel, einfach einen Kopfschuss gegeben. Also, wirklich. Kann mir auf die Schulter klopfen. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training.
Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points, to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Wow. Noch einmal den Ritter Auftrag durchlaufen. Okay, Herausforderungen. Giften Sie das Tier mit Rattengift. Ja, das war eben mein Plan. Ach, mit Generator ablenken. Kleingeld. Norfolk verkleinen. Ah, dann knipst du den Typ aus und schießt ihm einfach in den Kopf. Als Wachmann verkleidet. Besatzungsmitgliedverkleidung finden. Eine Waffe platzieren. Prämie für den Stuntman. Sichere Verwahrung. Also Rattengift ist auf Deck 00. Also irgendwo ganz tief, wo die Mechaniker stehen, denke ich. Der Aufräumer. Rettungsinselunfall. Das ist ja auch was ziemlich Nices. Ah, die habe ich schon abgeschlossen. Also da habe ich doch mal vorher gewildert, glaube ich. Gut, dann nochmal hier kurz ran an den Speck. Dann gibt es eine bisschen längere Folge. Ah, hier haben wir Monsieur Dietrich. Entzündungssprengsatz. Verbotenes Objekt. Wegstecken. Münzen. Wenn du schon Cash in the Tash bekommst, schlagen wir zu, oder? Okay. Müssen wir eigentlich nur mal ein bisschen observieren. Kann man hier vielleicht am Ende... Komm man hin. Komm man hier hin. Kommen wir hier durch. Ich würde hier schon ganz gern rein. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir speichern. Zack. Jetzt testen wir es mal, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann sind es hier potenziell wahrscheinlich 100 Leute, die uns beobachten, aber perfekt. Ja, ja, wir müssen doch jetzt hier niemand ablenken. Oh, hier, also in wunderschöner Idylle. Ich kann auch mit der Brechstange vorgehen. Diese Liegestühle, also herrlich. In der Halle. Sind wir quasi drin, ha? Wir nur vielleicht ein bisschen sneaky peaky vorgehen, weil wir hier eigentlich nicht sein dürften. Checken, wo wir hier lang kommen. Okay. Lasst uns die Münze nehmen. Wobei, das müssen wir gar nicht. Wir knipsen den Typ aus. Achtung. Fertig. Feuer! Perfekt. Pistole nehmen wir mit. Und ihn hier, was machen wir mit ihm? Das ist ja irgendwie mega lame. Ich will ihn eigentlich nicht umbringen, der hat mir eigentlich nichts getan. Deswegen, heute sind wir mal friedfertig. Knallen wir ihn hier in den Schrank, zack. Der gute Herr mit auch ebenfalls beeindruckender Körperspannung. Okay, den können wir ausschalten, dann bekommen wir eine weitere Herausforderung. Zack, dann kommt nämlich ein Mechaniker runter. Der Strom wahrscheinlich zum Erliegen kommt. Jetzt können wir hier überall hin, das ist doch mal richtig nice. Das ist ein Maschinenraum. Da gehöre ich rein, in den Maschinenraum. Wie geht's hier lang? Also das ist definitiv Deck Zero.
Wir sollten hier irgendwoher das Rattengift bekommen. Feueralarm auslösen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, hier ein bisschen Bewegung in die Party zu bringen. Rattengift. Deal. Vielleicht einstecken. Perfekt. Damit gehen wir jetzt nach oben. Yeah, man. Wir sehen so tight aus. Ultra tight. Wo ist jetzt der Sperling? Gibt es hier irgendwelche Bedrohungen, die uns eventuell überführen könnten? Nein. Sehr, sehr schön. Wir müssen, glaube ich, noch eins höher, oder? Das ist so das... Die sind alle voll nett zu mir. Also ich scheine ein sehr beliebter Kollege zu sein. Oh. Hey, you there. Yeah, you, fishy fellow. Who are you? You believe this guy? Hey, you. What a gentleman. You know this fella? Uh-oh. Sir. Whoa. Sir. Oh. Der mag uns nicht. Yeah, you hide. Das sieht doch böse aus. Vor dem habe ich Angst. Angst vor glatzköpfigen Menschen. Wir haben noch mal Glück gehabt hier. Sollten wir uns mit dem nicht anlegen. Also hier sind, glaube ich, einige, die uns irgendwie nicht so cool finden. Oh nein, der ist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Oh no. Er hat's versucht. Er hat's aufgegeben. Er hat, glaube ich, die Suche nach uns aufgegeben. Das ist erfreulich. Warum erkennt er uns denn? Schleichen jetzt einfach so hinter seinem Rücken lang. Kennen uns irgendwoher und ich weiß nicht woher. Achso, die kennen uns nur, weil der da uns kennt. Also wenn wir jetzt hier zack. Ein Problem. Ah, die waren dann nur so in Rage durch ihn sozusagen. Der hat die aufgewiegelt gegen uns. Der Sack. Mal schnell weg hier. Ah, hier unten war's Bardeck. Da sind wir auch safe. Was war denn? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Warum kennt ihr mich denn alle? Sorry, ich muss auf Toilette. Das Bläschen drückt, ihr wisst schon, ne? Oder einen Cocktail zu viel gehabt während der Arbeit. Müssen uns ein anderes Outfit besorgen. Das Wachmanns Outfit ist irgendwie ein bisschen arg auffällig. Die Musik verrät's auch. Was machen wir jetzt? Komme ich jetzt hier wieder runter, ohne direkt verhaftet zu werden. Jetzt machen wir es so. Gehen hier runter. Der kennst du nämlich nicht. Passt auf, an dem dürfen wir nicht vorbei. Gehen wir nämlich zu unserem alten Freund, dem Koch. Dem knipsen wir die Lichter aus. Nicht auf Toilette. Mist. Muss einen anderen Weg geben. Doch, doch, da gibt es noch einen anderen Weg. Da hab ich mir sowas von Schur. So. Hallöchen. Wie geht's dir? Nichts Persönliches, okay? Ich weiß. Tut mir leid, dass du das zweite Mal schon schlafen gehen musst, aber ja, besser ist, dass ich dich umbringe. So. Zacki. Jetzt wirst du wieder auf Eis gelegt. Wunderbar. Jetzt können wir uns nämlich hier bewegen, wie wir wollen. Wir könnten jetzt die Brühe vergiften. Ich brauche einen sicheren Move quasi. Was würde passieren, wenn ich das hier vergifte? Ist das auffällig? Jetzt machen wir das mal. Wir speichern jetzt an dieser Stelle. Und der guckt da einfach zu, während wir das Rattengift da reinballern. Yo. Okay, nice. Gut, aber ich würde sagen, das reicht für heute. Was dann passiert, ob der Ritter oder wir haben den Sperling irgendwie genannt, ob der ins Gras beißt durch unseren schön angemischten Cocktail, seht ihr das nächste Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und am besten gleich ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Und tschüssi. Oh. Und was sehe ich da? Oh, Moment. Das ist der Falsche. Das ist
ist doch nicht unser Ziel, oder? Ja, verdammt, noch eins. Oh nee. What is the metal taste, I wonder? Oh god, that is awful. Ach, der stirbt davon jetzt nicht, oder was? You've got to be kidding me. Was ist der Typ, mit dem er sich trifft, oder? Und dann verfolgen wir diesen Herrn, den knipsen wir dann aus und verkleiden uns als dieser Herr. Was guckst du den so an? Ekelhafte. Hat sich aus, Jacqueline. Ertränken? Ne, wir sind einfach friedlich. Wir sind friedlich, Dudes. So, jetzt schnappen wir uns hier sein Kostüm. Noch nicht so muskulös wie im alten Hitman. Also, Fitness-Trend hat ein bisschen abgenommen. Und Deckel drauf. Jetzt kann die Party losgehen. Wir sind verkleidet. Oh, nice Outfit. Aber das bleibt trotzdem gleich. Wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Macht's gut. Noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.